Hallöchen, Loot-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier bei Orum Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ich habe hier heute in der Nacht wieder ein bisschen gewerkelt, denn wir brauchen ja sowieso ein bisschen Stein aktuell, um den ganzen Beton für unsere wunderschöne Horde-Basis quasi besorgen zu können. Das ist ein relativ zeitaufwendiges Unterfangen. Ich hoffe, dass wir demnächst einen Erdbohrer bauen können. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wir werden heute nochmal ein bisschen questen, denn wir sind nicht mehr weit vom Motorrad, glaube ich, entfernt. Ich glaube, 2 Level sind's, die wir benötigen. Einmal hier mal kurz reinschauen. Mechaniker ist es. Obwohl, ja doch, es sind 2. Einmal der Mini-Motorradmeister und einmal der Motorradfanatiker. Und wenn wir das haben, dann müssten wir uns diesen blöden Lenker endlich bauen können. Und dann kann es weitergehen. Hurra. Wunderschön, oder? Da freuen wir uns doch. So. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis 7 Days to Die wieder erschienen ist hier auf diesem Kanal. Das lag nicht daran, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Ich hasse das Spiel natürlich immer noch. Ihr wisst auch hoffentlich warum, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Aber es lag tatsächlich einfach am neuen Computer, der zu mir kam. Und jetzt ist alles wieder eingerichtet und jetzt kann ich auch wieder fröhlich und munter aufnehmen. Ja, genau so ist es, ne? Das heißt, 7 Days to Die wird jetzt wieder ein bisschen häufiger erscheinen, auch wenn ich möchte es nochmal betonen, dieses Spiel hasse. Wenn ihr dieses Spiel natürlich genauso sehr hasst wie ich oder alternativ auch mögt, dann gebt diesem Video selbstverständlich eine positive Bewertung und schreibt mir einen lieben Kommentar, abonniert auch diesen Kanal für mehr 7 Days to Die. Freut mich natürlich immer, wenn neue Leute dazukommen. Ich finde das prima. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, wir legen los und wandern zur Händlerin unserer allerbesten Lieblingsfreundin. Ich habe vorher schon ein bisschen Zeug mitgenommen, was wir verkaufen können. Also hier diese Steroide, ne? Dann haben wir hier noch so einen Bauplan, ein paar Stahlrüstungsteile. All das Gedönse. Übrigens, die Performance müsste jetzt besser sein. Ich habe jetzt 7 Days to Die auf einer SSD. Das ist natürlich auch nochmal erwähnenswert, finde ich. Das heißt, das Spiel müsste jetzt flüssiger laufen, müsste besser aussehen und überhaupt und sowieso. Also alles neu und alles besser. So, wir schippern mal ein bisschen, bis die aufmacht, die gute Händlerin. Holen wir nochmal ein bisschen Stein hier ins Haus. Wie gesagt, brauchen wir für Zement, Bruchsand und so weiter und so fort. Der Betonmischer ist auch gerade am Rödeln. Den habe ich in der Nacht noch ein bisschen angeschmissen, damit wir auf jeden Fall bis Tag 35 hoffentlich eine halbwegs funktionierende Basis für die Hordenacht stehen haben. So, wir nehmen mal das Blei mit. Und das sieht... Ah, das ist auch Blei, okay. Das sah... Also die Oberfläche sieht aus wie Eisen so ein bisschen, muss ich sagen. Aber okay. Ich grab mal ein bisschen rein, damit ich es wiederfinde, falls ich eines Tages tatsächlich Blei benötigen sollte. Ich muss zugeben, mit Blei habe ich sehr wenig gecraftet bislang in meinen fast 300 Stunden 7 Days to Die. Ich muss aber auch zugeben, ich habe dieses Spiel eigentlich nie bis zum Endgame spielen können. So richtig. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Alter Schwede. Ja, guten Morgen, ne? So, ich bin nie dazugekommen, weil meistens, wenn ich angefangen habe mit 7 Days to Die, dann ist irgendwann schon wieder so ein blödes Update. Also, nicht ein blödes, ein tolles Update natürlich gekommen. Jetzt ist es ja genauso, aber jetzt habe ich gesagt, komm, piep it, ich mach das Update jetzt erstmal nicht. Stranger in need? Ja. I've got what you're looking for. Nein, hast du nicht. Das wissen wir schon länger, dass du nicht das hast, was ich brauche. Aber ich will mich trotzdem mal ein bisschen umschauen und dir meinen Schrott verkaufen. Denn das ist das Einzige, für das du gut bist, werte Dame. Für sonst bist du nämlich überhaupt nichts gut. Ich könnte auch ohne dich überleben bislang. Nur die Quests könnte ich dann halt nicht machen. Aber ich schaue mich trotzdem nochmal um. Weil man weiß ja nie. Manchmal hat sie ja, ganz selten hat sie ja doch irgendwas Vernünftiges da. Aber ich sehe jetzt schon wieder, das ist
Ich weiß gar nicht, hatte Tag 34 wird aufgefüllt. Naja, das kann ich nicht mehr abwarten. Das möchte ich nicht abwarten. Das heißt, I hope you come back and see me sometime. Ja, muss ja, ne? Ich kann es mir ja nicht aussuchen. So, vergrabene Vorräte. Boah, das ist halt immer so ein bisschen langweilig, ne? Aber andererseits nordöstlich, ich muss mal eben gucken, nordöstlich, das wäre irgendwo hier oben in 1,3 Kilometern. Könnte natürlich auch einfach in den Osten, östlich wäre hier. Ah, östlich hört sich gut an. Lass uns doch mal, wir nehmen mal das an. NS Site Missile Silo. Oh, das hört sich gut an. Ein Raketensilo, das hört sich mega an. Achso, ich kann nicht mehr als eine annehmen. Schade. Ich dachte, man könnte vielleicht mehr machen. Aber gut, dann fahren wir zum Raketensilo. Das wird eine... Oh, holy shit, das wird eine gute Strecke. Aber... Ziehen wir durch, oder? Auf geht's! Ah, vielleicht holen wir uns noch erst ein bisschen Essen und räumen das Inventar aus. Das klingt nach einer Idee. Bisschen was zu essen mitnehmen. Inventar ausräumen und dann ab zum Raketensilo. Und Zombies töten. Und mir ist warm. Warum ist mir warm? Mir war noch nie warm. Hör auf, Spiel. Verarsch mich jetzt nicht. Wir hassen uns doch sowieso schon. So, das lagern wir mal ein. Das zerlegen wir noch kurz. Und das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Das Schützengewehr lasse ich auch mal hier. So, oh, das Schützengewehr will ich nicht hier lassen, zumindest nicht. Sondern das möchte ich hier einlagern. Das Geld brauchen wir nicht. Nimmt nur unnötig Platz weg. Und ich glaube, 300 Patronen sind auch ein bisschen zu viel, oder? Ich glaube, das sollte uns reichen. Ich schau mal eben. Ach wohl, der braucht 9 mm. Dann nehmen wir genau 300 Schuss mit. Ich glaube, die Pistole können wir uns auch sparen. Wir haben eine Pumpgun dabei. So, dann noch ein bisschen was zu futtern mitnehmen. Nehmen wir nochmal ein bisschen Sham. Ein bisschen Sham ist keine Scham. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben ein paar Toolkits dabei zum Reparieren zur Not. Wunderbar, alles. Auf geht's, wir radeln. Ah, so eine schöne Radtour. Wo müssen wir eigentlich genau hin? Das ist hier unten nochmal, ne? Ja. Ja, komm. Easy, würde ich sagen. Außer wir fahren jetzt in diesen lustigen Graben rein. Dann ist es nicht ganz so easy. Aber das passt doch. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Raketensilos. Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwelche atomaren Startcodes oder so. Das wäre doch schon mal ganz cool. Ja, ich würde sagen, die Radlerei bis zur kritischen Stelle überspringe ich mal ein bisschen mit einer kleinen Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world, good world going bad. So, ab hier haben wir neue Gegend mit einem alten Flugzeug. Das sieht geil aus. Alter Schwede, das sieht mega geil aus. Ist aber leider nicht unser Ziel. Vielleicht schauen wir es uns trotzdem irgendwann mal an. Journey's End, das, das hört sich wie ein Altenheim an. Wahrscheinlich ist es auch eins. So. Wow, Willy, genau, Willy macht einen Willy.
Ich erwarte beim Raketensilo auf jeden Fall sehr viele Militärzombies. Das könnte ein großer Spaß werden. So, wir sind fast da, ne? Aber schön ist es hier. Es ist eine schöne Gegend. Sag mal, ist das da ein Händler? Psst, Ruhe jetzt. Ah, ne, das ist ein... Ach, das ist ein Flughafen. Das ist ja... Ist das jetzt... Ouch, Quitted Airlines. Okay. Life Props. Ist das jetzt ein Zufall, dass da in der Nähe dann das Flugzeug abgestürzt ist? Oder ist das von einem... Weil ich meine, wir sind ja auf einer Random Generated Map. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass tatsächlich in der Nähe des Flughafens auch ein kaputtes Flugzeug liegt. Oder ein abgestürztes. Interessant. Naja. Gut. Okay, bergab radelt es sich immer leichter. Und hier ist dieses Missile-Silo. Zumindest stand da Missile-Silo dran. Also erwarte ich jetzt auch ganz viele Missiles. Vielleicht ein Raketenwerfer oder so. So, abholen, säubern. Ja, da ist schon ein Panzer. Ich sehe es doch. Und da ist auch schon einer unserer besten Freunde. Von der Armee-Fraktion. Der lebt noch. Der Mistzack. Guten Tag, der Herr. Ich würde gerne rein. Oh. Da kann ich euch übrigens eine kleine Geschichte erzählen. Von Militärposten. Aus meiner Kindheit. Wir wohnen ja nicht weit von der tschechischen Grenze entfernt. Und natürlich fährt man da als Familie öfter mal nach Tschechien. Also meine Heimatstadt, ne? Mittlerweile wohne ich ja weit weg von Tschechien, leider. Aber natürlich sind wir dann auch mal öfters nach Tschechien gefahren. Und wir haben uns quasi jedes Mal, wenn wir dort waren, haben wir uns verfahren. Und irgendwann ging das so weit, dass wir plötzlich an einem Militärstützpunkt standen. Und erstmal so richtig kontrolliert wurden. Also, ihr müsst dazu sagen, es war stockfinster, es war Nacht und wir sind durch die Gegend gefahren. Damals gab es ja noch keine Navis und so. Na, ich bin ja schon uralt, ihr wisst das ja. Und und es war zappenduster. Oh, brauchen wir gar nicht. Es war zappenduster, wir haben nichts mehr gesehen. Und dann sind wir durch so ein... Warum ist das hier so laut? Und dann sind wir durch so ein Waldstück gefahren. Und immer geradeaus. Ja, wir kommen schon an. Und auf einmal standen wir an einer Schranke. Und ein sehr freundlicher Soldat mit MG im Anschlag hielt uns auf. Ja, war im Endeffekt gar nicht so wild. Aber anfangs war es natürlich doch... Oh, nett. Anfangs war es natürlich doch ein bisschen kritisch. Denn, zur damaligen Zeit... Der Kalte Krieg war noch nicht so lange her. Und da ist man natürlich erstmal so ein bisschen misstrauisch, wenn da plötzlich so ein deutsches Auto daherkommt und einfach mal gemütlich geradeaus in Richtung des Militärstützpunktes fährt. Es war sehr schön. Im Endeffekt hat uns der nette Herr dann vom Militär hat uns dann freundlicherweise den Weg gewiesen. Aber ja, so war das früher, ne? Da gab es kein Navi und kein Google Maps und so. Heutzutage ist das ja überhaupt kein Problem mehr. Oh, nett. Aua! Wo kommst du jetzt her? Heutzutage ist das ja gar kein Problem mehr, ne? Da Google Maps angeschmissen und normalerweise solltest du dich dann auch nicht mehr verfahren. Aber... Früher konnte es schon mal vorkommen, dass du plötzlich irgendwo im Nirgendwo stehst. Das waren gute alte Zeiten. Na. Ach, ich komme hier echt nicht hoch, ne? Mistzack. Ich würde aber gern rein. Vielleicht hier. Ich würde gerne in dieses Gefährt. Dieses schöne. Oh, da geht's runter. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie machen wir's? Und überhaupt, sowieso, pass mal auf.
Ich hole mir mal schnell ein bisschen. Guten Tag. Pieks. Junge Herr, Sie brennen. Vor Leidenschaft. Vor Liebe. So. Ich meine, das Zeug kannst du immer brauchen, ne? So ein paar Holzrahmenblöcke. So, 18 reichen uns auch. Sehr gut. Hier haben wir auch noch nicht reingeschaut. Da können wir, glaube ich, auch reingucken in den Panzer. Und das ist ja auch irgendwie so ein lustiges Gefährt. So. Okay. Ich habe ja Angst, dass irgendwas explodiert gleich. Ach, da ist ein Gebietsschutzblock. Was? Warum ist hier ein Gebietsschutzblock? Sag mal, habe ich es heute mit Leitern oder sind die einfach nur falsch? Ah, jetzt. Oder sind die einfach nur falsch platziert oder was ist hier los? Okay, jetzt sind wir da. Naja, gut, das war jetzt nicht so spannend. Aber, Geronimo. Ah, schön. Geschafft. So, mal eben. Das ist ein sehr interessanter Panzer. Bürostühlen, wer kennt's nicht? So, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Silo rein. Ich denke mal, da erwartet uns der echte Horror. Guten Tag. Obwohl, hier ist auch nochmal so ein Gefährt, ne? Ah, nee, das ist das Raketensilo. Oh, da ist eine Rakete. Oh, geil. Holy. Ich klappe mal ein kleines Foto. So. Und hier haben wir dann nochmal so ein... Das ist geschlossen. Okay. Spannend. Okay, wir gehen runter. Wir gehen rein. Freunde, auf geht's. Oh. Keine Angst, es wird schon gut. Wow, da geht's tief runter. Ja, ja. Ich hoffe, der ist tot. Oh shit! Ach, das kannst du nicht zerstören hier. Zumindest vom Geräusch her. Wahrscheinlich ist deswegen hier dieser Gebietsschutzblock. Oh, Level 35. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wenigstens sehr viel Benzin. Wir werden Benzin brauchen. Und zwar nicht wenig. Wenn wir erstmal das Motorrad haben und den Erdbohrer vielleicht auch. Den möchte ich ja auch gerne. Loot-technisch bislang noch nicht so der Brüller hier. So, wo geht's hier hin? Ah, okay, hier geht's hoch. Das ist sozusagen der Ausweggang-Dingsbums. So, machen wir hier mal kurz einmal alles durchrüdeln. Den Bürostuhl können wir uns sparen. Den schmeißen wir auch weg. Wasser brauche ich jetzt auch nicht. So, dann sind wir wieder ein bisschen leichter unterwegs. Ein bisschen wendiger. Wunderbar. Ach, du grüne Neune. Hi! Ist er tot? Ja. Prima. Was ist das denn? Ein einziehbarer Schaftmod. Sowas hat auch jedermann. Oh, wow. Shamway-Kisten noch und nöcher. Ich schau nur mal rein. Hm, da ist ein Hirn drin gewesen. Ah, ein bisschen Sham, okay.
Ja, so schlecht ist doch nicht hier. Ich finde so langsam aber sicher Gefallen an diesem Militärstützpunkt. Ja, gut. Bisschen Blaubeerkuchen können wir essen. Blaubeerkuchen to go. Mal reinschauen in die Versandkisten. Tut nicht weh. Juhe. Guck mal hier. Vierer Pumpgun. Wunderbar. Nehmen wir natürlich selbstverständlich mit. So. Den Rest zerlegen wir. Oh Mist. War nicht geladen. Tja. Nochmal ein verborgener Vorrat. Stacheldrahtmod, ja. Ja, so langsam aber sicher gefällt's mir. Ein zerstörter Generator. Okay. Wandofen. Mhm. Mit einem Rezept. Der lag bei. Das Rezept lag bei. Habe ich eine Wrench dabei? Ein bisschen Wrench-Dressing? Nein. Leider nicht, ne? Hätte ich mal dran denken können. Dann hätte ich das Teil nämlich jetzt abbauen können. Ich könnte es so auch abbauen, aber... Bringt so auch einiges, ne? So, was haben wir hier bekommen? Schrotflintenteile? Schrotflintenteile? Was? Nee, oder? Das war was anderes. Elektrische Teile haben wir bekommen. Ich glaube, den schmeiße ich mal weg, diese Mod. Das Fahrwerk... Oder wie viel ist das wert? 165. Ah, zerlegen wir. Zerlegen wir, kriegen wir ein bisschen Eisen raus. Zerlegen wir auch. Die können wir nicht zerlegen. Okay. Und die haue ich mir einfach mal rein. Schmerzmittelsucht ist überhaupt nicht schlimm. So, die Baracken mit Dr. Chang. Jawohl, Dr. Chang am Stissel, Leute. Die Tasche haben wir immer noch nicht gefunden. Ich vermute mal, die ist irgendwo hier. Karen auch wieder am Schlüssel. So, okay. Also hier irgendwo. Ah, da. Guck mal, da ist sie, ja. Wunderbar. So. Oh, wir haben es geschafft. Quest beendet. Das war das Raketensilo. Gar nicht mal so spektakulär. Zugegebenermaßen. Das sieht doch aus wie ein Versteck hier oben. Oder auch nicht. Naja. Satz mit X war wohl nix. Großvaters Lernelixier. Aha. Ja. Nee. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Ist allerhöchstens ein Handelsgegenstand. Bringt uns jetzt nicht so viel. Oh, es ist auch schon wieder 18.19 Uhr, ne? Hier brennt's doch. Warum brennt es hier? Ich muss eigentlich los, aber... Mich würde interessieren, warum es hier... Oh, die Kommandozentrale. Wir sind hier noch nicht durch. Das ist das Doofe. Ich will eigentlich auch noch nicht weg. Aber andererseits, ich glaube, es ist schlauer abzuhauen. Oh, guck mal. Trommelmagazine, cool. Aha, aha, aha. Gewackene Knie. Ja, gut. Bunkerknacker. Oh, 15% mehr Schaden gegen Stein. Dazu sage ich aber gar nicht nein. Jetzt lassen wir mal gucken. Militärweste tragen. Haben wir nämlich eine schlechtere. Die können wir ansonsten auch zerlegen. So, gefütterte Handschuhe zerlegen. Schockstab. Zerlegen wir, obwohl den zweiten. 186. Hm. Okay, Leute, wir fahren heim. Es wird sowieso... Oh Gott, Wandöfen. Noch und nöcher. Komm fürs Eisen. Wir tun's. Oh, ich bin durstig. Oh mein Gott.
Okay, weg hier. Es gäbe wahrscheinlich noch sehr viel zu erkunden. Ich hätte gerne die Rakete mal von unten gesehen, aber... Das würde meine Pläne... Warum brennt's hier? Ach komm, ich kann nicht anders. Ich will wissen, warum es hier brennt. Ich will wissen, warum es hier verdammt nochmal brennt. Gleich wird mir alles um die Ohren fliegen. Ich sehe es schon kommen. Das sind Fackeln. Warum hat der Ersteller dieser Map hier Fackeln platziert? Ich kapier's nicht. Oh, ein 5er Baseballschläger. Den kann ich eigentlich nicht liegen lassen. Okay. Gut, wir müssen heim. Ich hab zu tun. Ich habe sehr viel zu tun. Das wird eine anstrengende Heimfahrt jetzt, aber... Aber ich möchte nach Hause. Ich möchte Steine farmen, damit wir wirklich zeitnah damit beginnen können, die Horde-Basis zu bauen. Weil da müssen wir uns jetzt tatsächlich ein bisschen sputen. Ich werde auch wieder sehr, sehr viel privat farmen jetzt dann. Das heißt, nicht böse sein, wenn wir mal einen Tag jetzt dann auslassen. Das ist einfach nur wirklich, dass wir vorankommen. Ja, das war das Raketensilo. Eigentlich schon ganz cool. Ich glaube, es hätte noch mehr zu sehen gegeben, aber die Zeit. Ne? Ja, da kommst du da. Das ist die Treppe, wo du hochkommst. Die Leiter. Ja, war cool, muss ich sagen. War echt cool. Hat mir ganz gut gefallen. Props an dieser Stelle mal wieder an den Ersteller dieses schönen Bildnisses. Und dann würde ich sagen, radeln wir nach Hause. Bevor alle verrückt werden hier. Und damit würde ich auch sagen, können wir abgeben ans Outro dieser Folge. Das soll es wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung. Schreibt mir einen lieben Kommentar. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Glocke aktivieren ist natürlich immer prima. Ich habe es ja schon mal vor kurzem in RimWorld erwähnt. Die wenigsten Leute, die die Videos hier schauen, haben diesen Kanal abonniert. Deswegen fühle ich mich so ein bisschen verpflichtet, darauf aufmerksam zu machen. Ich freue mich drüber. Ja, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.